Ja, servus und hallo zusammen. Willkommen zu einem weiteren Tag hier in im Sternentotal. Genau, bei Stardew Valley. Jetzt hätte ich bald Subsistence gesagt. Nein, falsches Spiel. Hier, Stardew Valley natürlich. In Pelikan mit unserem Glücksschleifen-Haubi. Ja, und es ist immer noch Winter, ne? Der 15. Montag. Wir haben beim letzten Mal ein bisschen was verkauft. Heißt, wir haben ein kleines Geld. 17.500, aber na, das reicht natürlich noch nirgends hin. Ich muss also weiter fleißig verkaufen, so wurde ich ja mal wieder drangsaliert von euch, aber okay, ist so. Also dann, halt stopp, bevor ich jetzt irgendein Blödsinn mache, lasst uns noch mal ganz, ganz kurz hier einen Blick werfen. Oh, Moment, ich glaube Kürbis. Kürbis haben wir, glaube ich, 5 goldene. Oh, wir haben Post, okay, schauen wir uns gleich an. Ich meine, wir haben Goldkürbisse, schau mal hier. Alles klar. Hätte ich fast hätte ich Mist gemacht. Okay. Also. Kürbis, ne? Melone und Pastinake haben wir nicht. Was haben wir hier noch? Was brauchen wir da noch? Wir brauchen mal Honig, Gelee haben wir schon. Den Apfel haben wir schon. Stoff. Ah, Mist, ich hatte einen Stoff, den habe ich hergeschenkt. Vor lauter dumm sein. Orange, Pfirsich. Moment, Granatapfel. Aha, stopp, stopp. Granatapfel haben wir doch. Hier, schau mal, genau. Granatapfel haben wir, also immer auch ein bisschen schauen, ne? Was sagt das so leicht? Bim, immer ein bisschen schauen. Haubi, du schaust nie. Ja, okay. Orange, Pfirsich, Kirsche haben wir nicht. Gut, das kriegen wir nicht voll. Das kriegen wir auch nicht voll. Enteneier haben wir. Da fehlt Wolle, große Milch, was auch immer. Okay. Gut, ansonsten wäre die Speisekammer erledigt. Das mit dem schwarzen Brett. Das zieht sich leider auch hin. Da fehlt uns ein Rotkohl zum Beispiel. Eine Entenfeder fehlt. Ja, Rotkohl und Entenfeder. Genau, so daran kann man es festmachen. Dreimal Apfel, 10-mal Heu, 10-mal Weizen. Moment. Dreimal Apfel. Nein, das darf nicht wahr sein. Mir fehlt der Weizen, oder? Oh. Heu haben wir. Heu haben wir. Das ist ein Würmchen. Das war natürlich wieder super, gell? Ich habe am letzten Mal noch groß gelästert. Hab gesagt, ja, ihr kritisiert immer den Haubi dafür, dass er Würmchen übersieht. Und in dem Moment habe ich das Würmchen übersehen. Das Mac, genau. Das war natürlich wieder sensationell. Also ich habe selber, wo ich das gesehen habe, habe ich lachen müssen. Habe ich mir gedacht, nee, es ist jetzt nicht, es ist jetzt nicht euer Ernst. Ich habe jetzt nicht wirklich hier, ne, gelästert und im gleichen Atemzug habe ich dann das Würmchen wieder übersehen. Also das passt natürlich wieder wie die Faust aufs Auge. Aber ne, typischer Haubi einfach, genau. Ein typischer Haubi, so. Und das ganze Gedöns jetzt wieder hier, zack, 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 kommt alles in die Kiste rein. Nein, nein, ich nehme die kleinen Eier, wo sind die? Da sind sie, genau. Und ich könnte Huhn oder Ente spielen, hat die Bonnie gemeint. Das war nicht sehr charmant. Bah! Ne? Das geht nicht, Bonnie. Das geht ja gar nicht. Haubi die Ente. Wo kommt die da hin? Also wirklich. So. Mayonnaise fliegt raus. Zack, wer schreibt uns eigentlich? Wer schreibt das so lästig? Was ist denn hier los? Ich habe dieses Ding irgendwo im Schrank gefunden. Was, ein Bierchen? Pam, bist du sicher? Ist mit dir alles in Ordnung? Weg damit. Wieso schenkt die mir ein Bierchen? Geht's eigentlich noch? Ne? Das ist ja total unrealistisch. Normalerweise saftet ihr selber. Jetzt habe ich wieder vergessen, hier Heu nachzulegen und außerdem brauchen wir das Heu. Genau, also stopp. Einsammeln. Weg mit euch, lustige Gemeinde. Macht euch nicht immer so dick hier. Geht einmal weg hier von der Fresstege, Mensch. Sowas. So. 10-mal Heu. Okay, ist erledigt. Dann hat die Bonnie noch kein Wasser. Das geht ja auch nicht. Okay, müssen wir hier noch. Entschuldigung, da wollte ich eigentlich hin, genau. Na gut, hat die Bonnie auch eine kleine Katzenwäsche gemacht, ne? Ist ja nicht so schlimm. So, dann Pilze holen. Zack, 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 genau, dankeschön. Wäre das auch erledigt, können wir die Pilze gleich wieder wegschmeißen, oder was heißt wegschmeißen? Aufräumen, meine ich, genau. Pilze aufräumen. Nein, Pilze, warum denn die Pilze hin? Na, das zählt zu sammeln, gell? Ja, genau, das zählt zu sammeln. Also dann. Irgendwann habe ich das hoffentlich mal verinnerlicht. Gut, hier könnte man auch noch viel verkaufen, ich weiß.
Okay, nochmal zum schwarzen Brett. Jo, es fehlt hier der Weizen definitiv, denn da habe ich immer Bier draus gemacht, ich Depp. Ja, passiert. Eichenharz, Wein. Nochmal ein Granatapfel und eine Hasenpfote. Eichenharz, Wein, Granatapfel. Moment. Eichenharz, Wein und nochmal Granatapfel. Die Hasenpfote haben wir noch nicht gefunden, deswegen kann ich sie nicht verwenden. So, da hätten wir gefrorene Träne. Okay, gefrorene Träne, haben wir da inzwischen irgendwas vielleicht mal gefunden? Natürlich nicht. Halt, stopp, nein, nicht keine Träne, sondern das war irgendwas anderes gefrorenes. Ich verwechsel das immer. Geode, genau, haha, genau, Geode. Ja, hier brauchen wir viel Geld, das wir nicht haben. Hier, mein Gott, also das mit dem ganzen Fisch, da wäre ich wahnsinnig. Und dann sind wir schon wieder bei der Speisekammer, okay. Dann würde ich sagen, wir rennen jetzt einfach mal los. In Richtung des Gemeindehauses. So, dann hieß es hier, soll ich mal den Tunnel entlang rennen. Halt, als erstes stecken wir noch die Blume ein, danke. Also da waren wir auch schon. Hier im Tunnel. Böse Bremsspuren hier. Mhm. Ne? Genau, und das soll ich immer weiter laufen und immer weiter laufen, 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 laufen. Und da geht es nicht weiter hier. Genau, das ist nämlich Schluss. So, da könnte ich jetzt meine Picke rausholen und da passiert aber nichts. So, und was genau habe ich jetzt hier gewonnen, werte Freunde? Eine batteriebetriebene Schließkassette. Unglücklicherweise fehlt die Batterie. Haben wir es doch gerade gedacht. Das ist ja interessant. Okay, also die nächste Batterie. Wir haben doch Batterien, oder? Wir haben doch Batterien, Leute. Oder haben wir die verkauft? Haben wir die verkauft oder haben wir die noch? Oh, ich könnte es euch nicht sagen. Aber ich meine, wir haben noch eine. Ich meine, ich hätte mir die damals aufgehoben. In meiner unendlichen Weisheit. Und Weitsicht vor allem. Genau, vor allem die Weitsicht, liebe Freunde. Jetzt habe ich bestimmt wieder ein Würmchen übersehen, vor lauter kurzsichtig. Vor lauter kurzsichtiger Weitsicht. Na, egal. Okay, das Aquarium, da wollen wir nicht hin. Schwarzes Brett, was gab's hier? Ah, die Entenfeder, verdammt. Naja, hier, genau, da machen wir das hier, zack, und zack, gut. Da haben wir das nicht, und da haben wir das hier, genau, da machen wir den hier, zack. Den hier, und den hier. Genau. Okay, so, hier ist schon repariert, genau, das da oben ist das Geld. Na schön. Dann haben wir hier noch, schwupp. So, pass auf, da kommt das Gedöns hin. Okay, also 5 Pastinaken oder Melonen. Eins von beiden, ne? Da kommt das Granatapfel hin. Ja, dann fehlen hier auch nur noch 2, genau. Sehr lustig, nur noch. Oje. Na okay, aber wir haben zumindest wieder ein bisschen Fortschritt, ne? Kleines bisschen, genau. So. Blume können wir so, das ist prähistorisches Gegunter, das ist, ja, komm, was soll's. Ja, ja, wer ist denn da? Ja, die Abigail. Ist viel zu kalt, ja, dann bleib doch drin, wenn es dich friert, du. Kann doch kein Mensch was dafür. Zu Gunter, genau. So, Geburtstagskalender kurz angucken. Niemand, okay, übermorgen hat er Rasmodius. Der alte Zauberer. So, ich sehe keine Würmchen, gell? Da ist der Elliot, den habe ich gesehen. So, servus, lass mich mal hier kurz überholen, danke. Denn ich muss ja schließlich bei Gunther wieder, ne, was loswerden. Servus Gunther, habe die Ehre. Ich habe wieder lustiges Gedöns hier für dich. Schau mal hier. Schmeißen wir da hin. Danke, tschüss. Ne, ich habe es gerade ein bisschen eilig, weil ich die Geoden noch aufbrechen lassen will. Und wenn ich ansonsten hier wieder Museumsbesichtigung mache, fehlt mir am Schluss wieder die Zeit, ich kenne das. So, pass auf, Geode, aufbrechen, bitte. Zack. Was ist das denn? Ein Jamborit.
Aha. Und 10-mal Eisenerz. Jawohl, sehr schön, danke. Natürlich, wieder der Gunther. Jetzt renne ich wieder hin ins Museum. Kann ich gleich wieder spenden. Hey, wobei, jetzt habe ich ja Zeit. Jetzt kann ich ja anschauen, was das war. So, pass auf, die nächste Spende. Zack, wieder keine Belohnung. Danke, du alter Geizknochen. Na dann. Schauen wir uns das Gedöns mal an. Na, haben wir alles wir gefunden. Alles wir. Ne? So, wir hatten hier ein prähistorische Handaxt. Naja. Eines der ersten Werkzeuge, die von Menschen benutzt wurden. Dieses einfache Werkzeug wurde hergestellt, indem man einen Stein mit einem anderen schlug, um eine scharfe Kante zu erzeugen. Ja, das ist nur gut. Und das hier ist ein Jamburit. Sehr komprimierter Kristall. Dass er fast schon verschwommen aussieht. Ja, toll, super. So, wenn wir uns noch ein bisschen frustrieren wollen, schauen wir uns das Ganze hier kurz an. Schau mal, was hier noch alles fehlt. Okay. Genug der Frustration. Halt. Mülltonne noch gucken, genau. Natürlich. War ja wieder klar, nix da. Wenn wir schon mal hier sind, eine kurze, schnelle Angel. Mal schauen, was man im Winter so fischt. Noch eine Cola, ach wie schön. Nicht schlecht. Freut sich dasselbe doch bestimmt über eine Cola. Was sieht man denn hier? Was ist das denn? Eine Strandschnecke, ja, das ist klar. Die Strandschnecken, die sind natürlich schon unterwegs, gell? Speziell, wenn es kalt ist. Da sind die Strandschnecken echt mal unterwegs. Kennt man ja selber, ne? Man geht an den Strand, schön kalt, und überall liegen die Schnecken. Oder? Na, die Schnecken, die kommen immer bloß, wenn es warm ist, genau. Das waren die anderen Schnecken. Naja. Hobby, du faselst schon wieder Unsinn. Auf die Koralleninsel. Loot abgreifen. Ja, damit. Ist euch schon mal aufgefallen, dass es im Winter nie regnet? Ist spannend, ne? Ich kann mich an keinen Wintertag hier erinnern, an dem es geregnet hätte. Da ist immer schön. Und vor allem bei denen ist immer der gesamte Winter Schnee. Das kann ich bei uns so nicht feststellen. Schön wäre es, ja, genau. Na, wobei, du musst wieder den ganzen Winter Schnee räumen. Okay, ich nehme es zurück. Vielleicht doch nicht so gut. Boah, Leute, ey. Man findet hier nur Müll wieder. Nur Müll. So, dann wollen wir hier mal... Nein, ich will die Cola nicht trinken. Ich will da rein hier. Warum ist hier niemand? Ach, der Sam ist wieder beim Arbeiten. Ja, natürlich. Natürlich, natürlich. Ja, das ist die Emily. Schau mal, die kriegt unseren Krokus. Hallo. Danke dir, ich fühle eine positive Energie. Ja, natürlich. Was denkst du denn? Ach, neue Woche, stimmt. Neue Woche, neue Geschenke, ne? Habe ich irgendwas? Dir habe ich eh schon was geschenkt. Hobby, denk nicht mal dran. Hobby, tust nicht. Hobby, du wirst der Lea nicht schon wieder ein dummes Treibholz schenken. Nicht schon wieder. Aber die Lea liebt Treibhölzer, glaubt mir. Die Lea mag das. Okay, die mag das so sehr, dass sie schon die Flucht ergriffen hat. Naja, ich kann's verstehen. Ich kann's verstehen. Der Haubi und sein Treibholz. dieses Treibholz verfolgt uns. Oh, schau mal hier. Eine Kristallfrucht und noch eine. Dankeschön. Naja. Wann kommt die Tante mit dem Wagen? Am Freitag immer, gell? Habt ihr das? Wobei, die kann man... Die kam an 2 Tagen. Oh, schau mal hier, eine Stechpalme. Stimmt. Sie mag auch Stechpalmen, die Lea. Die Tante mit dem Wagen, die müsste doch jetzt auch da sein. Nein, ist nicht da. Okay, also Freitag ist sie da. Würmchen! Würmchen-Alarm! Na dann. Wo könnte die Lea denn am Montagabend sein? Wo könnte die denn sein? Die ist jetzt bestimmt daheim. Hoffentlich. Nein, immer noch nicht. Wo ist denn die? Montag war doch... Nee, Montag ist doch nicht Sporttag. Außerdem, Sport ist doch immer am Vormittag. Das ist die Dingens, die Jazz. Hallo. Suchst du Tante Mani? Ja klar, wo ist die? Bestimmt beim Bürgermeister. Aha.
Du durchwühlst Marnies private Schublade. Nichts Interessantes darin. Naja. Okay. Ein bisschen indiskret, ne? Schau mal hier. Ist er, oh, da ist er ja. Ich bin schon wieder blind. Hallo. Ich liebe Tiere, Herr Haubi. Ja, ja. Wir werden sicher Freunde. Ja, klar. Logisch. Du magst bestimmt auch keine Cola, gell? Magst du eine Blume haben? Komm, ich schenke dir mal eine Blume. Einfach so, weil ich es kann. Schau mal hier. Danke dir. Na, da freut sie sich aber. Hat ja auch schon wieder Geschenken. Genau, läuft. Clint, Pierre und... Oh, beim Zwerg hier. Schauen wir mal, beim Zwerg kann man auch ein bisschen Sympathie farmen. Also Clint und Pierre, da fehlen noch die Herzen. Na gut, der Pierre ist ja auch, ne, der Konkurrent quasi. Das ist der, der beim letzten Obstfestival oder Gemüsefestival, ne, was das war. War das im Herbst? Ich glaube, im Herbst war das. Erntedank oder sowas. Wo uns das sauber... abgezockt hat, ne, wo er den Bürgermeister bestochen hat. Ich bleib dabei, der hat den Bürgermeister bestochen. Der hat nicht fair gewonnen. Das war eine ganz linke Nummer. Da könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Der hat beschissen. Und zwar mal original. Der kann nicht verlieren. Ein ganz schlechter Verlierer ist es. So schaut's nämlich aus. So. Jetzt habe ich meinem Ärger wieder Luft gemacht, genau. Zack, zack. Ja, ja, wir verkaufen schon noch, keine Angst. Wir verkaufen schon noch. So, die Stechpalme ist Sammeln, gell? Ja, ja, das ist wieder Sammeln. Der Müll, nee, kommt da nie hin. Das ist Cola, das ist auch Sammeln. Der Müll kommt... Moment, Müll kommt in den Recycler. Genau, stimmt. Kommt wieder irgendwas Komisches. Scheiße, jetzt habe ich... Nein! Ich habe ein gutes Treibholz in den Dingens geschmissen, ich Idiot. Was mache ich denn? Hobi, was machst du denn? Das war doch für die Lea. Ja, ja, ich weiß. So, also, das ist wieder... Na. Ja, hör auf jetzt. So, jetzt, pass auf. Also, wir müssen mal ein bisschen verkaufen. Ja, ich sehe es ja ein. Ich sehe es ja ein, Leute. Ich sehe es ein. Okay, wir verkaufen. Hüpflaume. Zack, zack, zack. Der Scheiß fliegt raus. Komm, da finden wir... Da finden wir so viel. An den Pilzen weiß ich nicht. Ich glaube, die hebe ich mir auf, die Pilze. Was meint ihr? Ich glaube schon, gell? Das fliegt raus und... Das fliegt raus und... Das fliegt raus und... Ach komm, die fliegen. Ich habe keinen Platz. Echt? Inventar voll? Wow. Hätte ich nicht gedacht. Inventar ist voll. Na gut. Also, pass auf, jetzt. Raus und raus und raus, 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 raus. Und immer schön weg mit dem ganzen Gedüts. Zack, okay. Also, Stage 1 erledigt. Jetzt kurz nach Mayonnaise schauen. Die müsste fertig sein. Nanu, was ist jetzt los? Ein neues Entenküken ist geschlüpft. Jawohl, Burli. Nein, nein, nein. Der Entenhaubi ist es. Genau. Ja, da schauen wir da. Der Entenhaubi versucht zu schlafen. Ja, das ist so ein Pech. Geh weg. Also, ne, das ist jetzt natürlich wieder, weil die Bonnie gesagt hat, ich soll mal, oder ich könnte genauso gut eine Ente sein. Dann haben wir jetzt den Entenhaubi. Der Entenhaubi. Na dann. Ach, da kriegt man Holz. Schau an. Okay, interessant. Wenn man Treibholz reinschmeißt, kriegt man Holz. Okay. Wir müllen weiter aus, liebe Freunde. Wir verkaufen. Pilze. Da war irgendwas, gell? Mit den Pilzen, da war irgendwas. Da traue ich mir nicht, die jetzt zu verkaufen. Irgendwas war mit den Pilzen. Ah, ja genau, da konnte man, glaube ich, irgendwas Tolles kochen, ne, mit den Pilzen. War es nicht so, dass man mit den Pilzen was kochen konnte? Nein, nicht Blumpudding. Radieschen, Matrosenteller. Pastinake und Omelette. Oh, Winterwurzel und Höhlenkarotten. Oh, das ist auch nicht schlecht, gell? Oh. Wurzelplatte. Wurzelplatte, Moment.
Die habe ich alle verkauft, Idiot. Gerade eben habe ich sie alle verkauft. Na egal. Was soll's. Irgendwas war mit den Pilzen, da komme ich schon noch drauf. Aber ich glaube, die waren zum Kochen. Ne? Irgendwas konnte man mit denen kochen. So. Wir hätten 5 Eisen. Und ich könnte das nächste, ich könnte zum Beispiel die Gießkanne aufwerten. Ich meine, wir haben Eisenstahlaxt, wir haben Eisenspitzhacke. Bei der Sense und der Hake, da bin ich am Überlegen, muss ich hier überhaupt upgraden? Macht das überhaupt Sinn? Was bringt mir das, wenn ich die Hake aufwerte? Also da bin ich noch schwer am Kämpfen, ehrlich gesagt. Schwer am Überlegen, was man definitiv machen kann. Dass man sagt, komm, wir bauen uns hier... Ach, verfeinerter Quarz war das. Ah ja, genau. Eine Batterie hier, schau mal, jawohl. Wir bauen uns hier nochmal so ein Qualitätsgesprinkel. Dann hätten wir da nämlich nochmal einen, den wir da hinklatschen können. So, pass auf. Zack. Mal den dahin tun. So, genau. Passt. Okay. Also wir haben auf jeden Fall gut Bewässerung. Da müssen wir eine neue Vogelscheuche aufstellen da drüben. Ja. Ja, müssen wir das Teil hier abreißen. Klupp. So machen wir das. Da kommt dann der Weg hin. Zack, okay, ne? Dann haben wir hier auch Ruhe. Dann kommen hier die blöden Viecher nicht. Was wollte ich jetzt machen? Irgendwas wollte ich machen, gell? Ah, Kohle. Kohle für den Müll, okay. Zack. Ich bin schon wieder... Irgendwas geistert mir jetzt wieder im Kopf rum. Ah ja, genau. Die Batterie. Ja, wobei, das mache ich morgen, oder? Ja, das mache ich morgen mit der Batterie. So, machen wir das. Dann versuchen wir, die Bushaltestelle da zu aktivieren. Oder halt die... Oder die Schranke wahrscheinlich. Das ist die Schrankensteuerung. Könnte ich mir vorstellen. Na gut. So. Kleines Geld. Fast 10.000 Gold. Ja, die Mayonnaise klimpert, ne? Ja, aber gut, da haben wir jetzt natürlich auch ordentlich mal verkauft. Tja. Also, knapp 10.000 wandern aufs Konto, liebe Freunde. Was werden wir mit unserem Reichtum machen? Wir werden sehen, allerdings nicht mehr heute, sondern dann in der nächsten Folge. Ich sage vielen Dank fürs Dabeisein bei Stardew Valley. Startet beim nächsten Mal wieder ein, wieder mit dabei sein. Ja, bis dahin. Eine gute Zeit. Macht's es gut. Und Servus.